Lange hat es sich die Community der Xbox-Edition gewünscht. Nun wurde es endlich angekündigt, Texture Packs wie auch im normalen Minecraft auf die Xbox 360-Version zu implementieren. Was allerdings der Haken an der ganzen Sache ist, das erfahrt ihr in dieser Folge der Minecraft News. In der PC-Version gibt es sie schon lange, die Texture Packs oder auch Resource Packs genannt. Dem Spieler stehen eine Vielzahl an diesen Texture Packs zur Verfügung und alle sind von der Community für die Community gemacht. Das wünschen sich nun auch die Nutzer der Minecraft Xbox 360 Version. Nun wurde in einem Gespräch zwischen Microsoft und 4J Studios, also den Entwicklern der Xbox-Version, bekannt, dass es gar nicht so einfach sein soll, diese Texture Packs auch in dieser Version zu implementieren. Trotzdem befinden sich schon neue Texturen in Arbeit und diese werden auch in Kürze released. Mit einem Haken: kostenlos wird das Ganze nicht mehr sein. Zwar soll es laut den Entwicklern ein recht günstiger Spaß sein, diese Texture Packs zu benutzen, aber trotzdem würde uns einmal interessieren, ob ihr bereit wärt, etwas für Texture Packs auf der Xbox-Version von Minecraft zu bezahlen.